Hallo und herzlich willkommen zum interaktiven Whiteboard-Tutorial. In diesem Video werden Ihnen anhand eines Unterrichtsbeispiels im Fach Chemie das Formenwerkzeug, das Textfeld und die Handschrifterkennung vorgestellt. Als exemplarische Darstellung erstellen wir nun ein Tafelbild zu den Aggregatzuständen. Zur Vereinfachung haben wir bereits den Anfang des Tafelbildes erstellt. Um den Aggregatzustand gasförmig darzustellen, aktivieren Sie das Formenwerkzeug, indem Sie in der Werkzeugleiste auf das Formensymbol klicken. Wählen Sie nun in der Eigenschaftenleiste unter den Formen das Rechteck aus, entscheiden Sie sich für eine Umrandungsdicke, Randfarbe und Füllfarbe und ziehen Sie die Form an der gewünschten Stelle. Nun ergänzen wir das Bild. Der Aggregatzustand wird mit Hilfe von Kreisen verdeutlicht, die wir auf dieselbe Art erstellen wie zuvor das Rechteck. Wählen Sie dazu die Kreisform aus. Wählen Sie danach Umrandungs- und Füllfarbe aus. Die Strichdicke bestimmt die Kreisgröße. Klicken Sie nun einfach in das zuvor erstellte Rechteck. Mit dem Stiftwerkzeug können Sie Beschriftungen einfügen. Im nächsten Schritt werden Pfeile eingefügt, um die Übergänge zwischen den Aggregatzuständen darzustellen. Dazu wählen Sie das Linienwerkzeug und dann die Pfeillinie aus. Auch bei diesem Werkzeug können Sie wieder die Farbe sowie die Strichdicke bestimmen. Um einen sauberen Text zu erstellen, können Sie entweder Textfelder verwenden oder die Schrifterkennung benutzen. Textfelder erstellen Sie, indem Sie das Textsymbol in der Werkzeugleiste auswählen und anschließend an der gewünschten Stelle klicken. Danach können Sie entweder mit Hilfe der manuellen oder der auftauchenden Bildschirmtastatur Ihren Text formulieren. Wählen Sie das Mauszeigersymbol aus und klicken Sie auf die Mitte des erstellten Textfeldes. So können Sie dieses nun beliebig drehen oder verschieben. Möchten Sie einen Text mit der Handschrifterkennung eingeben, wählen Sie das Freihandtextsymbol in der Werkzeugleiste aus. Befindet sich dieses nicht in der Hauptwerkzeugleiste, so gehen Sie auf das Workspace-Menü, danach auf Werkzeuge und wählen nun das Werkzeug aus. Nun können Sie an der gewünschten Stelle Ihren Text schreiben. Dieser wird automatisch in Computerschrift umgewandelt. Auch dieser Text lässt sich anschließend drehen und verschieben. Wir hoffen, Ihnen hat das Tutorial gefallen und wir konnten Ihnen weiterhelfen. Für weitere Funktionen sehen Sie sich gerne die zusätzlichen Tutorials dieser Reihe an.